Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren Video vom Kanal. Heute bin ich mal nicht ganz alleine hier im Video, der Fabi ist nämlich auch mit dabei. Moin. Und ja, wir testen nämlich heute einfach mal den Ivan Draho. Und ja, der ist nämlich auf diesem Account fast gemaxt, der ist Durchbruch 29, aber sonst soweit alles, ja, fertig, sagen wir mal so. Und der wird hier sehr, sehr doll auf Ausweichen gespielt. Hier hat man halt einen Klingentanz mit drauf. Und hier eine Wendigkeit als Wappen. Und ja, hier können wir ganz kurz nochmal reingucken. Verstärkung auch, ja, ziemlich gut auf Ausweichen, ne? Also eigentlich mehr geht da fast gar nicht. Und ja, ich habe eben mit dem Fabi schon ein bisschen drüber gesprochen, über den Helden. Und ja, der macht doch schon ganz schön viel Spaß, ne? Also. Oh ja. Ja, und dann würde ich sagen, lesen wir uns mal ganz kurz mal die Skillbeschreibung nochmal durch, damit wir auch alle wissen, ja, was der nun letztendlich macht. Der fügt nämlich vier gegnerischen Helden in der Nähe 360% Angriffsschaden zu und reduziert deren Energie um 100%. Also jede Sekunde für 5 Sekunden. So, er schafft auch eine Zone um sich herum, die 3 Sekunden lang bis zu 20 gegnerischen Zielen für 0,7 Sekunden alle 1 Sekunden außer Gefecht setzt. Außer Gefecht setzt, ja, weiß ich ja noch nicht so ganz so genau, ob das jetzt ein Stun ist oder weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich so ein Stun sein, ne? Ja, denke ich schon. So, hat eine Abklingzeit von 6 Sekunden. Wenn dieser Held das Schlachtfeld betritt, erhöht er seinen Angriff um 100%, Angriffsgeschwindigkeit um 60%, nimmt 60% weniger Schaden. Also was denn sonst noch? Nein, dann bekommt er natürlich auch noch, wenn seine LP nämlich unter 60% liegen, erhöht er seinen Angriff um 200%, Angriffsgeschwindigkeit um 60% und nimmt 60% weniger Schaden alle 2 Sekunden für 2 Sekunden. Bin ich auch noch mal krank. Ja, also er refresht halt seinen Buff dementsprechend. Also der Buff kann zwar entfernt werden, aber ja, nach 2 Sekunden ist er wieder da. Also ja, weiß ich nicht. Die Buffs entfernen ist, glaube ich, nicht ganz so relevant bei ihm. Also er bufft sich sowieso wieder selbst. Dann das Krasse ist einfach auch noch mal, dass er stellt nämlich auch 20% seiner maximalen RP alle 2 Sekunden wieder her, also auch unnormal krank, also Lebensregeneration ist auf jeden Fall mit am Start. Richtig krank. Und ja, den können wir uns heute mal anschauen. Ich habe ja auch diesen ja, Elefanten mit draufgepackt, einfach damit Und den Skin. er, genau, den Skin, der ist hier natürlich auch mit drauf. Klar, den können wir uns auch gleich nochmal genau angucken im Fight. Und ja, wie gesagt, dieses Elefanten-Pad haben wir mit draufgepackt, einfach damit er nicht durchgehend gestunt ist. Weil er bewirkt ja hier, also dieses Elefantenpad bewirkt ja, dass er 4,5 Sekunden nicht gestunt werden kann. Und ja, es erhöht halt auch nochmal die Ausweichrate, was auch nochmal krank ist. Und ja, wir können es mal ganz kurz nochmal angucken. Wartet mal. Genau. Weil hier steht nämlich bei der erweiterten Ansicht, der hat einfach genau 8000 Ausweichen. Also ihr seht schon, das ist auch nochmal viel Ausweichen auf dem. Und ja, das macht schon ziemlich viel Spaß. So, dann würde ich sagen, gehen wir einfach direkt mal hier in den Meister Dungeon 7 mit rein. Komm, der macht er eigentlich Solo normalerweise, oder? Er ist zwar ab und zu mal gestunt, aber immer öfters nicht gestunt, sagen wir mal so. Also wie gesagt, 4,5 Sekunden ist er halt nicht gestunt durch dieses Pad halt. Und die restliche Zeit kann er dann halt immer noch gestunt werden. Aber durch diese ganze Ausweichenrate, siehst du ja, der stirbt nicht mehr weg. Ist schon unnormal krank, Alter. What the fuck, ey? Und er mit seinen Fäusten, wenn er zuschlägt, ne? Ja, probier mal vielleicht danach gleich mal 8 irgendwas, also da wo gerade halt Philipp ist. Naja, also sterben sollte er auf jeden Fall nicht mit diesen Ausweichen-Trades. Ne, ich denke mal, das wird dann nachher auch eher so relevant sein, wenn wir den gleich mal in ein paar Raids mit einsetzen. Weil da sind doch durchaus einige krasse Gegner auch mit dabei, die auch ein bisschen Genauigkeitstrades auf den gegnerischen Helden drauf haben. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall nochmal sehr interessant, denn. Ja, aber hier läuft er durch, ohne jeglichen Schaden zu bekommen. Gut, ich denke mal, das reicht erstmal für diesen Dungeon. Gehen wir erstmal hier in den Achter rein, würde ich sagen. Hier, Ja, den den hier, den hat er Vierer. noch nicht geschafft. Den hat er noch nicht geschafft, dann gucken Ja, wir mal genau kurz. aus dem Grund, ja. Oh mein Gott. Oh. Oh, wie das Oh aussieht, mein Alter. Gott. Ja, da passiert schon eine In ganze die Ecke und Menge. dann in die Ecke oder in die Mitte? Ich weiß nicht, beim Lavanica, ich glaube, er wird beim Lavanica nicht weiterkommen, dann, ne? Beziehungsweise bei den Hüterinnen.
Ja, okay. Was kommt denn da alles so an? Also, sterben tut er schon mal nicht. Nee, ihm juckt es überhaupt nicht. Aber er hat halt auch nicht genügend Energie. Ja, der kriegt halt nicht mal Schaden. Ah. Doch, er kriegt Schaden. Ah, jetzt ist er wieder voll. Naja, wenn man mal so überlegt, ne? Jeder andere Held würde hier instant sterben. Krepieren aber sofort. Darum ist halt ausweichen und nochmal krank, ne? Mm. Naja, gut, aber ich glaube, allzu viel mehr wird hier nicht passieren. Warte mal, wenn er jetzt alle auf den lenkt, versuch jetzt mal vielleicht von der anderen Seite anzugreifen mit den anderen Helden. Nee, die sterben instant. Meinst du? Glaubst du mir nicht? Savannika wird instant sterben, pass auf. Obwohl, hat er den auch auf Ausweichen? Weiß ich jetzt nicht, was er für Trades drauf hat. Der scheint wohl auch auf Ausweichen zu sein. Ja, ja, das ist... Es ist voll dumm. Guck mal, es ist voll dumm. Wenn man alle Helden auf Ausweichen spielt, wie einfach der Dungeon denn einfach ist. Ist der Zeppi auch auf Ausweichen? Wahrscheinlich, ne? Nein, ich glaube nicht. Oh, nein. Der Ivan Draco wäre fast gestorben, hast du gesehen? Mhm. Savannika ist gestorben, der Zeppi ist auch gestorben, aber der Ivan Draco ist noch am Start. Der Dungeon ist fast aufgeräumt. 9%. Das ist ja, doch nicht fast aufräumen. Viel ist da nicht mehr. In der Mitte sind halt noch die ganzen. Aber warum hat der Cosmo keinen Erquicken drauf? Und warum hat der Cosmo kein Wiederbeleben mit drauf? Naja, auf jeden Fall können wir erstmal festhalten. Wie im Lagerhaus. Das ist das Problem. Ich muss den passenden raussuchen. Ja. Achso, okay. Alles klar. Nein, nicht im Lagerhaus, im Heldenatar meinst du, ne? Ja, meine ich doch. Gut. Dann haben wir das uns auch mal angeschaut, dass er auf jeden Fall in den Dungeons soweit nicht down geht. Aber, gut, die werden wir mal kurz wiederbeleben, einfach mal, weil wir es können. Ich würde sagen, ein paar Raids. Raids wird wahrscheinlich sehr interessant sein. So, gegen den Zeppi von mir aus. Komm. Lauf einfach mal da rein. Hier ist auf jeden Fall schon mal Lavanica Totem. Oh, also ganz okay. So krass ist er nicht. Jetzt ist er down gegangen. Instant. Mal direkt mal den nächsten. Naja, kannst du mal sehen. Ne? Das ist ein großer Unterschied, ob man jetzt nun bei den Dungeons das macht oder halt... Dann setz ihn mal außen, wo er weit weg von Helden ist. Oh, guck mal, aber er ist direkt instant gesilenced. Ach nee, das mit dem Silence, das war wegen dem Wächter wahrscheinlich. Habe ich schon öfters das Problem gehabt. Sterben tut er aber erstmal nicht. Guck mal, die ganzen kleinen Truppen hier. Macht er irgendwie nicht tot. Wie er umzingelt. Dachte, dass er Kreis macht, dass er in dem Kreis auch noch Schaden macht. Der macht ja auch Schaden. Der greift 20 Helden an. Ich glaube, waren das 20 Helden oder 20 Truppen? Müssen wir gleich nochmal reingucken. Ich glaube Helden, so wie das aussieht, weil jede Truppe stirbt einzeln. Richtig, der braucht der braucht halt unnormal lange. Das ist natürlich belastend. Nee, das gucke ich mir nicht weiter an. Das ist ja richtig dumm. Warte mal, kurz mal gucken, was das Feld nochmal macht. Also 3 Sekunden lang bis zu 20 gegnerischen Zielen. Gegnerische Ziele sind doch normalerweise eigentlich auch Gebäude, oder nicht? Gebäude, Truppen, Helden, oder? Sonst würde ja extra da stehen, gegnerische Helden. Aber er scheint wohl bloß Helden zu treffen. Jede Sekunde. Ist noch da, Fabi? Okay, damit ist er direkt mal weg. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal ganz kurz in einem weiteren Raid den an. Da bist du ja wieder. Okay. Was war denn jetzt? Dein Internet scheint gerade abzukacken. Ich hatte Standbild und habe nichts mehr gehört. Komisch. Tja, bestes Internet würde ich sagen. Ich habe genauso gutes wie du. Nee. Nur, dass deins anscheinend ein bisschen schwankt, ab und zu mal. Ich sag's mal so, 1 und 1. Hust, hust. Na gut, hab ich dir auch. Beziehungsweise 1 und Bambus. So, also hier scheint er jetzt wieder zu überleben, weil der Gegner wahrscheinlich keine Genauigkeitstrades mit drauf hat. Sieht man ja nun leider nicht, aber nein, er stirbt. Nein, er ist noch am Leben. Noch lebt er. Ah, jetzt ist er tot, okay. Sag ich doch. Wollen wir das Talent einfach mit drauf machen, was Philipp meinte, was er da ganz gerne drauf spielen möchte. Also er hatte nämlich Flammwache mit drauf. Da habe ich gesagt, Mensch, wie wäre es denn, wenn wir ihn komplett auf Ausweichen spielen, mit dem Klingentanz halt. Und ja, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was können wir denn da drauf packen als Wappen. Ich würde sagen, überleben, oder? Was war da? Nee, warte, was war davor drauf?
Davor war Stärken mehr drauf, würde ich jetzt aber nicht drauf, würde ich nicht sagen. Ich weiß, ich glaube, das ist, glaube ich, ein Autoprock hält auch wieder, ne? Also wenn man in die Base mit reinpackt, da kann man Stärken mehr Ja, drauf das spielen. weiß ich nicht. Können wir gleich mal testen. Ich pack mal kurz ein Erquicken drauf. Und dann gucken wir mal, ob er Instant auslöst oder halt nicht. Na, schaffe ich das? Nee, warte, das testen wir ganz kurz hier in so einem kleinen Stimmt. Bibo-Dungeon, würde ich sagen. In dem ersten, komm, ja. Was? Du Ich setzt will hin und du hast bloß es gucken, ob weggeschickt. er Instant auslöst. Okay, er löst Instant aus. Siehst du, sage ich doch. Also auf jeden Fall kann man da Stärken mit drauf spielen. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Okay, das hier scheint der Buff zu sein. Jetzt sieht man auch hier dieses kleine Zeichen. Oder hier dieses? Dieses Schwert da, was er Gute drauf hat? Frage. Auf jeden Fall hat er den ersten Dungeon geschafft. Das war ja ziemlich krass. Also. Unnormal krank. So. So, was wollte ich jetzt draufpacken? Ich wollte überleben, ne? Oder heiliges Licht oder sowas, ja. Aber ich würde sagen, überleben. Überleben ist normalerweise immer am besten, um ja, Helden zu spielen, damit sie ein bisschen länger überleben noch. Das heißt ja nicht umsonst Ja, du überleben. willst bei dem, dass der länger überlebt. Oh yeah. Der überlebt ja schon so ziemlich alles. Nö. Juch, wie schnell der da reinläuft. Der stirbt halt trotzdem. Ja, natürlich stirbt er. Man kann jetzt auch, warte mal, ich gucke noch mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier ein heiliges Licht mit drauf packe. Ja gut, dass er stirbt, das ist ja wohl klar. Hast ja gesehen, wie viele krasse Helden da mit drin waren. Ne? Ich setze ihn ja jetzt gerade im Moment immer bloß Solo rein. Da kann man ja nicht viel mehr erwarten von dem. So, gegen den Ripper würde ich sagen. Ja, er kriegt zu viel Damage reingedrückt. Also ich denke mal, die Ausweichen-Variante war schon besser, irgendwie. Fand ich zumindest in dem Moment. Packen wir erstmal das wieder mit Auf drauf. Da hat er jeden wenigstens Fall. überlebt. So, hier mit dem das hier. Genau. Und der Rest ist soweit alles gleich. Ja, probier's noch mal gegen random Leute, genau. Ja. Vielleicht besseren mit dem Seppi. Ach so, der hat einen drin. Ja, da hat ein Seppi mit drin, sogar mit einem Stärken halt. Ah ja. Das kann nichts Oh. werden. War mir schon von vornherein klar, dass das nichts werden kann. Da hat zu viel Stärken drin. Der hat hier sogar eine Schöpfung mit Stärken drin. Alter Schawede. Gut, die Uiuiuiui. sollte ich ja nochmal angreifen, ne? Zwischendurch. Ist gerade Ach so, online? stimmt, ja, kannst du auch machen. Ja, bin ich. Ich bin noch am Crazy. Hochziehen. So, aber diesmal nicht gegen den Lavanica, weil Lavanica weiß ja, da passiert nicht so viel. Ja, Oh, gut. diesmal hat er einen richtig krassen Proc abgekriegt, aber er hat sich wieder gegen geheilt instant. Ja, ich wollte gerade sagen, bei der war das auch schlecht. Die wird auch nicht krepieren. Die Rosalin? Oder, nee, die ist ja schon tot. Oh. Die Hüterin, ne? Nee, ach nee, die Hüterin ist noch am Leben. Rosalin ist jetzt gerade am Überleben die ganze Ah, nee, die ist Zeit. noch da, ja. Ja, Rosalind Naja. stirbt bei mir nicht. Ich weiß nicht, warum. Das ist fast Okay. unmöglich. Was hat sie denn drauf? Hat die heiliges Licht mit drauf oder was? Ja, auch, glaube ich. Na, doch, Kann ich dir jetzt. ja gleich sagen. Komm schon, schub, schub, schub. Oh nein, sie hielt sich übelst wieder gegen. Ja, Heilige eben, das hätte Überzeugung hast du weggegangen bestimmt werden. drauf. Hast du ausweichend Trades? Wahrscheinlich nicht, ne? Kann ich dir gleich sagen. Die hat ein heiliges Licht drauf und ein Fünfer Stärken. Ausrüstung, glühende Rüstung. Welches Durchbruch ist sie? Sie ist Durchbruch 5. Nein. Sie ist nur Durchbruch 5 gegen Durchbruch 29. Und dann schafft dieser Ivan Draco das nicht. Naja, gut. Da brauche ich, glaube ich, nichts weiter zu sagen. Ich greife mich mal selbst nochmal an. Training. So. Gegen mein schlechtes Team. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich auf meiner Hüterin Genauigkeitstrades mit drauf habe. Darum sollte die Hüterin auf jeden Fall Damage machen. Ihr seht schon, Ivan Drache bekommt ein bisschen Damage. Er ist sogar durchgehend gesilenced. Ah, er ist durchgehend gesilenced durch meinen Ripper. Ah, jetzt Ey, komm, jetzt komm. guck mal, meine Death ist sogar ziemlich nice, wenn du mal so guckst. Ja. Bei mir ist halt übelst geil gewesen, dass die ganze Zeit der Ripper proc't. Ne, der hat einen 9er Stärken, proc't instant. Ich Und hab keinen Damage macht bei Ripper. mir, ja, und Damage macht bei mir hier die Hüterin. Die hat halt Genauigkeitsfades mit drauf. Ja, seht ihr ja schon. Hat ganz gut funktioniert. Also der Ivan Draco kann gegen meine Base schon mal nichts machen.
Gegen deine ja auch nicht, weil deine Helden so tanky sind. Warte, probier's mal nochmal und setz mal gegen den schwächsten Helden, der drin ist bei mir. Ich glaube, das dürfte Valar sein. Ganz oben. Achso, stimmt, du bist ja, ja. Ich denke mal, dass du offline bist, aber gegen Valar Valar. Na, ich würde sagen, hier gegen Anubis Valar Valar da in diese Richtung, ne? Oh. Ja. Aber instant wieder ein bisschen Damage bekommen. Der Gute. Aber das Gute ist halt, dass du keinen Ripper drin hast. Der wird dann nicht mehr durchgehend gesilenced. Ich besitze die Helden nicht, leider. Tja, Pech. Oh, er will gegen den Lazo. Oh, er hat den Lazo geinstattet, hast du gesehen? Ja. Der löst nicht aus. Ah, doch, jetzt. Aber alles gemisst. Ja, naja, gut. Er hat halt keine Genauigkeitstrades mit drauf, ne? Naja, kann man nicht so wirklich vergleichen jetzt hier die. Ja, gut, von der Seite räumt er halt auf. Aber die andere Seite ist halt übelst gedefft. Ja. Da muss ich noch ich mal. Ich find schade, dass seine Fähigkeit keinen Gebäudeschaden macht, also dieser Strudel da. Ja. Da denkt das man irgendwie, das müsste eigentlich. Das müsste eigentlich. Ja, das müsste eigentlich Gebäudeschaden machen, finde ich. Ja. Aber guck mal, er macht irgendwelche komischen Buffs hier drauf. Auf diese Gebäude. Was auch immer das sein soll. Wahrscheinlich ist das gut gegen solche Dings, wenn man blitzt, wenn man so. Nee, das wird irgendwie ein Debuff sein. Gehe ich mal davon aus. Naja. Wo ich jetzt hier gerade sehe, Puffreis, Leute, falls ihr noch eine Gilde suchen solltet, kommt gerne rein. Bewerbung über Line. Naja. Gut, jetzt macht er soweit deine Base down. Er wird wahrscheinlich gegen Lavanica nicht gewinnen. Da gibt's keinen Gewinner, da gibt's nur Unentschieden, aber mehr nicht. Meinst du? Oh. Aber ein bisschen Damage gemacht, hast gesehen? Guck mal, jetzt stirbt er. Oh. Ja, er ist gesilenced. Hast du irgendwas auf deinem Lavanica drauf, was silencen kann? Muss ja. Oder hast du den grünen Wächter? Hast du den grünen Wächter aktiv? Weiß ich gar nicht. Also wenn du den grünen Wächter hast, dann... Ich habe jetzt nicht genau gesehen gehabt, ob du den grünen Wächter ausgelöst hatte oder nicht, oder wie auch immer. Kannst mal kurz gucken? 1, 2, 3... Ja, der grüne Wächter ist aktiv. Naja, okay, dann war das wahrscheinlich der grüne Wächter. Das war das Todesurteil von ihm. Ja, kann den Stich ausweichen, so gut wie es geht. Gut, aber dann würde ich sagen, war es eigentlich auch schon wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Like da lassen. Und ja, dann haut rein und bis zum nächsten Video. Ciao, Leute! Tschüss!